Das Migros-Label aus der Region für die Region. Präsentiert Menschen in der Ostschweiz. Das sind Menschen in der Ostschweiz. Das sind Leute wie du und ich. So leben Menschen in der Ostschweiz. Und wir sind dabei. Das sind Menschen in der Ostschweiz. Das sind Leute wie du und ich. So leben Menschen in der Ostschweiz. Und wir sind dabei. Und wird unterstützt vom Bettenhaus Dönig, das Bettenfachgeschäft St. Gallen und Abacus Business Software aus der Ostschweiz und der Appenzeller Kantonalbank zum Weiterempfehlen. In der letzten Folge von Menschen in der Ostschweiz Nachtmenschen. Der Tüfner Taxifahrer und Bauer Thomas Zellweger staunet nicht schlecht, als er seine neuen Schöfli überkommt. Die sind nämlich viel kleiner, als er eigentlich gedacht hat und bleiben da auch. Er hat nämlich aus Versehen die kleinste Schafrasse der Welt gepostet. Der grosse Fisch ist auch dem Grenzwächter Andreas Schmid bei seiner Nachtschicht noch nicht ins Netz gegangen. Stattdessen hat vor allem ein verwirrter Ungar auf der Autobahn Grenzwache auf Trab gehalten. Zufriedener mit der Ausbeute ist der Appenzeller Fotograf und Abenteurer Simon Kaufmann. Einmal mehr hat er im Alpstein ein atemberaubendes Foto mit Sternenkulissen geschossen. Warum ihm das aber nicht jedes Mal gelingt und wie die Nacht von den beiden anderen weitergeht, im dritten Teil von «Menschen in der Ostschweiz» – Nachtmenschen. Unterwegs mit dem Simon Kaufmann. Weil er heute schon den ganzen Tag in seinem Beruf als Sozialpädagoge gearbeitet hat, bleibt ihm nur wenig Zeit, um noch rechtzeitig auf die Schwegalp raufzukommen. Dort nämlich muss er unbedingt das letzte Bändchen auf den Sentis raufverwischen. Heute mit der Bahn unterwegs, mit dem ganzen Equipment und so. Da wäre ein bisschen heftig, um zulaufen mit dem ganzen Zeug, auch wenn es schon recht spät ist. Ja, jetzt können wir dann gerade rechts, um hier oben noch ein bisschen einrichten. Sonnenuntergang. Nachher dann in die Nacht rein. Hoffentlich tut es noch ein bisschen auf. Da. Im Moment ist noch ein bisschen verhangen, das Ganze. Aber, ja. Seit der Familienvater ist, fehle häufig die Spontanität, um einfach so nächtelang im Alpstein zu sein. Darum müsse er halt ab und zu das Risiko in Kauf nehmen, dass das Wetter gleich nicht so optimal fürs Fotografieren ist. Ja, also wir können natürlich schon so anpassen, dass es 100% offen ist, oder? Das sieht man recht gut in den Prognosen, aber gerade so Tage wie heute, jetzt, wo es da so ein bisschen wechselhaft ist und so, da ist halt immer auch noch so ein bisschen, ja, eben, einerseits eben ein bisschen Risiko, dass dann halt gar nichts wird, und andererseits, das sind eben genau dann so die spannenden Übungen auch, oder? Da kann jetzt noch viel passieren, es kann super Lichtstimmungen geben, vielleicht irgendwie, dass die Sonne dann gleich nochmal unter der Wolke durchdrückt und dann, ja, auch schon bin ich dann nicht gegangen und bin ich heimgehockt und dachte, das ist jetzt richtig blöd, bin ich jetzt nicht unterwegs. Weil ich dann eben verzichtet habe, weil ich das Gefühl hatte, ja, heute gibt es eh nichts mehr, da ist mir zu unsicher. Das sind meistens dann die besten Situationen, wenn das Wetter umschlägt. Und so schwimmt er auch heute Abend gegen den Strom. Und wenn alle vom Berg runtergehen, will er rauf. Hoi, hallo. Ciao, ciao. Mittlerweile kennen ihn ein Haufen Bahnangestellte. Kein Wunder, wenn jemand so voll bepackt mit dem letzten Bändchen auf den Gipfel rauf will. Für den Simon aber nichts Außergewöhnliches. Auch nicht, dass der Gipfel und das Tal noch immer in einer Nebelsuppe sind. Aber da macht es genau einmal anders spannend. Ja, ein bisschen mystisch noch jetzt in der Wolke, in der Fetze, so an den Herzflügen kommen, ja. Auf dem Gipfel ankommen heisst es natürlich sofort, sich in Position zu bringen. Man könnte ja schliesslich den perfekten Moment verpassen. Da spielt es auch keine Rolle, dass auf dem Gipfel Minustemperaturen herrschen und der Simon nur gerade ein T-Shirt anhat. Thank you.
Dann aber wird es ihm zu kalt und die Thermosjacke wird montiert. Und trotz Wolkenmeer sprüht Simon nur gerade noch so von Optimismus. Ich bin mir noch zuversichtlich, dass es vielleicht irgendwie mich noch auftut. Im Moment ist es jetzt gerade noch ein bisschen grau. Aber eben, wie man hier sieht, es geht schnell, es wechselt. Das ist genau das, was es spannend macht. Oder jetzt vielleicht auch noch auf den Sonnenuntergang, dass wir dann noch wirklich halt vielleicht noch ein paar Lücken haben. Man sieht da hinten, dass noch die Sonne gleich schon rein scheint. Und ja, das sind die schönsten Momente. Dann geht es plötzlich schnell. Die Wolken sind wie von Geisterhand weggeschoben und Simon hat einen freien Blick auf die letzten Sonnenstrahlen, die den Zürichsee erhellen. Aber genauso schnell, wie sie verschwunden sind, sind die Wolken plötzlich wieder da. Zu wenig Kontrast. So, aber schau, zack, schon ist passiert, oder? Ja, das ist doch die grösste Angst, dass man ein gutes Bild verpasst, oder? Ja, lohnt sich schon, um irgendwie halt immer wachsam zu sein, oder? Schau, zack, es ist schon wieder gut. In einer Sekunde. Sagt er und drückt im richtigen Moment auf den Auslöser. Eigentlich aber sei er ja wegen dem Sternenhimmel gekommen. Es ist kurz nach dem 10 Uhr, wo die beiden Grenzwächter Andrea Schmid und Martin Tschirren gerade einen Kontrollpunkt einrichten. Jetzt machen wir Kontrollen in Hinterlinie. Das heisst, wir sind irgendwo hinter dem Grenzübergang. Hier haben wir jetzt, sind wir auf der Kreuzung der Autobahneinfahrt 10 Wald, wo wir eigentlich den Grenzverkehr haben, der von Rugel herkommt. Und andererseits noch der Verkehr, der von der Autobahn herkommt. Jetzt ist gut, merci. Hey, stopp! Ich werde rechts herfahren, schnell Kontrolle. Stopp! Kontrolle bringt aber nichts ans Tageslicht. Der Mann hat weder etwas auf dem Kerbholz noch etwas verboten im Auto. So sagt er halt an der Grenze, bringt der Grenzwächter Martin Tschirren auf den Punkt. Du weißt, es ist ein riesiger Schwarm Hering. Einen nehmen wir noch, einen, der über die Grenze geht. Also und oder zwei, ich will auch noch einen. Sorry, nein, ich will dir auch nicht vermischen. Nein, das ist dein Gebiet. Da ist darum eben die Freude am Arbeiten. Warum? Ja, eben, weil es halt spannend ist, weil es... Schnell den Motor abstellen, warten, gell? Im schwarzen Audi sitzen zwei Ostschweizer Fußballer. Mit dabei haben sie ein Potenzmittel, das in der Schweiz nicht zugelassen ist. Die beiden Grenzwächter schauen darum genauer an, findet aber nur eine kleinste Menge, die vermutlich für den eigenen Gebrauch gedacht ist. Ja, der hat potenzfördernde Mittel dabei gehabt. Ein- und Ausfuhr ist eigentlich in dem Sinne nicht erlaubt. Aber da ja der Vmin dann gekommen ist und noch geringe Menge gehabt hat, haben wir das jetzt so durchschleifen lassen, weil der Aufwand viel zu gross wäre, um etwas zu machen. Aber offenbar hat er Freude an dem Medikament. Er hat einmal recht geblufft, wie wenn er heute schon mal der Hengst war. Zeit für eine Pause beim Grenzposten in der Au. Schliesslich ist schon bald Mitternacht und weil ein Radiosender aus dem Fürstentum Liechtenstein eingestellt ist, gibt es Punkt 12 die Hymne der Liechtensteiner Kollegen um die Ohren. Ich könnte es nicht singen, aber die Schattis könnte ich singen. Braucht schon jemand einen Kaffee, nehme ich an? Ja, einen reicht nicht, definitiv. Und etwa so 5-6 Kaffee wird es schon geben heute Nacht. Jetzt sind wir bei Nummer 3. Jetzt haben wir noch die Hälfte der Nacht. Ja, wird schon. 3-4 nehmen wir noch heute. Das Biberli. Das Biberli habe ich dann nicht gezahlt. Nein, das habe ich selber gezahlt. Bis jetzt ist an diesem Abend auch in der Au nur wenig los. Ein paar rumänische Prostituierte, ein paar gefälschte Taschen und eine einzelne Ecstasy-Tablette. Routine besetzt. Der Tüfnenbauer Thomas Zöllweger ist gerade unterwegs, um seine Schafe zu holen. Oh, Edis. Schnell hier wollen, hä? Ich könnte nachher wieder raus.
Damen, die Herren. Komm Böckli, geh auch rein. Kannst nachher wieder auf Gras fressen. Mittlerweile hat der Schaf schon 3 Monate. Und langsam haben sich alle aneinander gewöhnt. Die einen sind ganze Schlitzhörli, die anderen nicht. Der letzte Monat war da. Ich habe uns mal in den Stall hineingelockt mit dem Brotsack, den ich etwas gerüttelt habe. Dann sind alle die Säckchen gekommen. Kaum sind sie Ding, wollte ich wollte zumachen, säckeln alle wieder raus. Ich konnte von Anfang an anfangen. Noch beim zweiten Mal sind sie nicht mehr gekommen, dann haben sie wieder reinschüren. Dann musste ich super schnell reagieren, damit ich es im Stall einbeschliessen kann. Heute mal wieder abhauen. Aber sonst sind sie eigentlich sehr zutraulich und zwäge. Sie hören auch einem zu, wenn man einmal ruft. Und doch, in Wehmutstropfen hat die ganze Sache. Nicht alle von seinen Schafen sind gesund. Ja, da darfst du bedienen. Der Schwarze hat sehr viel Vitaminmangel. Eben, ganz gesund sind sie nicht, gell? Nein, sie sind halt ein bisschen geschwächt. Und die einen haben eben die Gamsblindheit, die wir dann nachher sehen. Wenn wir es halben. Aber zuerst sollten wir jetzt mal sozusagen den Dessert geben. Und hoffen, dass alle Freude daran haben. Auch wenn heute der Nachbarsbub geholfen kommt, der Thomas hadert ein bisschen mit seinem Schicksal. Du hast dich auf die Tiere wahnsinnig gefreut. Hast jetzt auch ein bisschen Gene bekommen. Das mag ihnen auch, oder? Das tut einem schon ein bisschen mitnehmen. Und ich sage, ich finde es schade, dass jetzt ausgerechnet mir das passiert ist. Es kommt mir vor, also mir irgendeiner will etwas auswischen. Seit ich den Hof übernommen habe von dem Jahr, wo ist die Karre kaputt gegangen, ist mir ein Kälbchen gestorben, immer die Schäfe krank geworden. Und ja, ist gerade alles ein bisschen auf einmal. Und darum bin ich halt ja ein bisschen im Stress drin. Und was ist mit der Hand passiert? Ja, da habe ich mich verkloppt. Beim unteren Schafstall, wo ich die Türen aufgemacht habe, habe ich die Hand zwischen der Wand und der Tür gehabt. Dann hat es mir da so eine Ecke weggerupft, so 3-4 mm Hautfetzen. Und dann hat es blutet dort. Und darum musste ich es jetzt abbinden. Und jetzt wird es hoffentlich gut sein. Dann. Ähnlich frustriert ist auch der Fotograf Simon Kaufmann. Gerade jetzt, wo die Abendstimmung so richtig gut wäre, verdecken ihm die Wolken komplett die Sicht. Es ist aber wirklich ein Sekundenbruchteil. Jetzt, 2 Sekunden habe ich noch Bilder gemacht und jetzt sieht man gar nicht mehr. Es geht so schnell. Nur ganz selten gibt es Wolkenmeer wieder einen ganz kurzen und kleinen Blick auf die Bergwelt frei. Sonst heisst es für den Simon vor allem eins: Warten. Die ganze Nacht quasi vergeben, dort vor Ort bist und wartest, dann ja, bist du auch schon gefragt, wieso. Wenn es vielleicht noch kalt ist oder nass oder so, einfach richtig ungemütlich, dann ja, wäre es schon die heimfriedlicher. Immerhin gibt es auf dem Sentis ja noch das Gasthaus zum alten Sentis, wo er sich in dieser verdeckten, vernebelten, verregneten und kalten Nacht kann aufwärmen kann. Noch weniger Glück in dieser Nacht hat der Tiefnerbauer Thomas Zöllweger. Wie immer an den Wochenende versucht er als Taxifahrer noch etwas dazu zu verdienen. Aber heute hat es eh mal mehr viel zu wenig Kundschaft unterwegs. Dann bist du einfach so zu verdammt, um einfach da rumzustehen. Und verdienst nichts in dieser Zeit, wo du rumstehst, oder? Ich tue immer mit dem Casino oder mit dem Lotto vergleichen. Wenn du Glück hast, hast du einen Sechser und hast eine gute Fahrt, hast Umsatz. Wenn du Pech hast, hast du den Nuller und hast nichts. Das heisst auch, der Umsatz 0% von 0 gibt 0. Oder noch schlimmer, man hat Kundschaft, die einem übers Ohr haut. Die Kunden waren eigentlich sehr sympathisch. Es waren 3 Leute, ein Deutscher. Und hinten dran waren 2. Und dann habe ich mit ihnen das Lustige, ein bisschen gequatscht und so. Dann haben sie blöderweise nicht können zahlen. Ich habe gesagt, ja, 17 Franken ist nicht so tragisch. Oder? Und die Kreditkarte probiert dann nicht funktioniert. Dann haben sie gesagt, ja, sie kommen dann am nächsten Tag vorbei in die Firma. Sie kennen sie gut. Und dann, bis jetzt habe ich noch nichts von ihnen gesehen. Aber und dann haben sie mir in dieser Situation haben sie mir dann noch das Portemonnaie geklaut. Dort sind sie 500 Stutz reicher geworden.
Und das ist eigentlich das Schlimmste, was ich jetzt bis jetzt erlebt habe in dem Jahr, wo ich hier gearbeitet habe. Es ist halt so, du bist irgendwie selber die Schuld, oder? Nein, wir haben keine Versicherung. Ja. Für Bargeld gibt es keine Versicherung in unserer Branche. Ja, genau. Also dann heisst, du fährst effektiv halt auch auf wegen des Risikos. Ja, ja. Genau, ja. Und dann ist es soweit, gegen die Elfi die erste Fahrt. Da ist da, Frauenklinik. Na gut, das ist noch kürzer, ich kann abschalten. Zieh mal. Und tatsächlich, die Fahrt geht nur auf Abtwil. Der Fahrgast möchte nicht gefilmt werden. Und von den 34 Franken, die die Fahrt kostet, hat Thomas gerade mal knapp die Hälfte für sich. Umso schöner ist es, wenn es Trinkgeld gibt. Ja, das ist unterschiedlich. Da manchmal habe ich das letzte Jahr mal 10 Stutz bekommen, letztes Mal 5 Stutz. Da kommt immer auf die Leute auf, wie spendabel das sind und wie es einem die Arbeit halt auch schätzen für die Fahrten. Oder? Aber so der Durchschnittspreis von Trinkgeld ist meistens etwa 1 Franken. Aber das natürlich zahlt er nicht jeder Kunde, aber ich sage mal die meisten. Die Polizei ist wieder etwas langweilig. Sie ein Autos rausnehmen. Aber auch der Thomas selber hat an dem Abend nicht viel zu tun, außer den Stellplatz zu finden. Das ist voll. Das ist nicht parkiert. Das ist auch jetzt so ein Abschnitt, sonst würde ich die noch ein bisschen näher heranfahren, hätte ich auch meinen Platz. Aber das ist ein das Problem bei den Taxichauffeuren, dass sie einfach zu grossen Abstand haben. Dann aber findet er einen Parkplatz und kurz darauf ein paar junge Erwachsene, die eine Kurzstrecke buchen. Ja, der Preis ist halt schon relativ hoch, vor allem wir sind jetzt noch in der Ausbildung. Und dann sagen wir, ist es schon relativ teuer für das, was wir verdienen, oder? Dann tendierst du halt eher mal dazu, dass du vom Bahnhof den Heim laufst. Auch wenn es weit ist, sage ich jetzt mal, dass du dann gleich laufst und jetzt Taxi nimmst. Nur gerade eine kurze Fahrt für 10 Franken. Ein bisschen weniger als die Hälfte davon kann Thomas behalten. Und dann aber kommt sie, die Fahrt, die Thomas möglicherweise den Abend rettet. Oh, da ist sie ja gut. Die sind meistens nicht so schlechte Fahrten. Die meisten sind länger. Da kann sie bis auf ins Rheintal. Oder kann sie bis auf Wiel. Je nachdem. Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Überraschend wenig Gepäck haben die drei jungen Herren aus Albanien dabei. Der Grenzwächter kommt es spanisch vor, dass sie für Ferien in Nizza gerade mal mit 2 kleinen Rollköfferli unterwegs sind. Grund genug, um das Auto genauer untersuchen, was laut den drei Männern für die Reise ausgelehnt haben. Für das kommt der Spürhund Nox zum Einsatz. Seine Nase ist geschult auf Drogen. Und tatsächlich geht er 3-mal am gleichen Ort an. Jetzt schellen bei den Grenzwächtern die Alarmglocke. Es handelt sich nämlich nicht um eine Übung, wo sie selber etwas versteckt haben. Und darum schauen sie jetzt genauer an. Warte mal schnell, was ist das da? Was ist das für ein Teil da drin? Da ist auch etwas los drin. In der nächsten und letzten Folge von «Menschen in der Ostschweiz» – Nachtmenschen. Die Grenzwacht nimmt das mögliche Schmugglerauto genauer unter die Lupe. Für den Grenzwächter Andrea Schmid ist aber auch nachher noch nicht Schluss mit der Nachtschicht. Im ersten Zug, der aus Budapest zu Buchs ankommt, sitzen nämlich 2 Damen, die nicht einfach in die Schweiz kommen dürfen. Der Fotograf Simon Kaufmann hart auf dem Gipfel aus und hofft, dass er immerhin am Morgen freie Sicht auf die Bergwelt hat. Die Nachtschicht bald durch hat auch der Thomas Zellweger. Und obwohl er zuhause auf dem Hof ständig zu tun hat, gönnt er sich einen Besuch an der Olma. All das in der letzten Folge von «Menschen in der Ostschweiz – Nachtmenschen». Das sind Menschen in der Ostschweiz, das sind Leute wie du und ich. So leben Menschen in der Ostschweiz und wir sind dabei. Das sind Menschen in der Ostschweiz, das sind Leute wie du und ich. So leben Menschen in der Ostschweiz. «Menschen in der Ostschweiz» ist Ihnen präsentiert worden vom Migros-Label aus der Region für die Region. Und wird unterstützt vom Bettenhaus Tönig, das Bettenfachgeschäft St. Gallen.
und Abacus, Business Software aus der Ostschweiz und der Appenzeller Kantonalbank. Zum Weiterempfehlen.